Es ist Dienstag und Sony Online Entertainment heißt nicht mehr Sony Online Entertainment. Ist nicht mehr. Ist ja nicht mehr. Genau. Eine sehr seltsame Meldung, die, glaube ich, viele überrascht hat. Ja. War wahrscheinlich die größte heute, denn Sony Online Entertainment gehört tatsächlich nicht mehr zu Sony. Die wurden, ja, sagt man da, freigekauft. Die wurden gekauft. Und zwar Sony hat sie verkauft, ja, zumindest. Ja. Sie wurden gekauft von einer Investorengruppe, die heißt Columbus Nova. Columbus Nova möchte neue Welten betreten, sozusagen mit dem ehemaligen Studios Sony Online Entertainment. Und genau, die heißen jetzt ja nämlich, oder also demnächst auch so richtig offiziell in den Spielen dann Daybreak Game Company. Ja. Ansonsten an der Firma soll sich erstmal nichts ändern. Das heißt, John Smedley bleibt der Boss, der Chef. Die einen wird es freuen, die anderen nicht. Manch einer hat ja so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu dem guten Mann. Warum? Aber mal, ja, so einige von diesen, also Planet Side wird ja öfter mal kritisiert, ja, für so ein paar Entscheidungen, die vielleicht eher so ein bisschen bei den Mikrotransaktionen zweifelhaft sind und so. Und da heißt es dann meistens, ja, mit dem Smedley kein Wunder. Ja, das ist eine interessante Entscheidung ja auch, denn Sony Online Entertainment, jetzt Daybreak Game Company, das muss man sich erstmal merken, Daybreak Game Company, arbeiten ja unter anderem auch an EverQuest Next. Das ist ja ein Online-Rollenspiel, in das viele Leute ihre Hoffnungen stecken. Und die Hoffnungen sollen da angeblich auch erstmal stecken bleiben können. Denn EverQuest Next wird weiterentwickelt, also sowohl am Portfolio, das derzeit läuft, aktuell die laufenden Spiele, an denen soll sich nichts verändern. Und auch an den angekündigten Projekten soll sich nichts verändern. Also EverQuest Next bleibt in Entwicklung. H1Z1 wird jetzt auch nicht direkt eingestampft. Das läuft halt auch so weiter. Das Einzige, was sich ändern soll, sind natürlich, also der Firmenname fällt bald weg und die Spezialwährung, die Sony, also ehemals Sony Online Entertainment benutzt, heißt ja Station Cash. Die soll wohl auch demnächst irgendwie umbenannt werden. Aber ansonsten bleibt erstmal alles beim Alten. Daybreak Cash oder so. Und die gute Nachricht eigentlich ist, dass auf der Konsolenseite sie natürlich jetzt nicht mehr an Sony und die PlayStation gebunden sind. Das heißt, John Smedley hat auch schon getwittert, wir freuen uns drauf, Xbox One-Spiele zu machen. Dass das mal ein John Smedley sagt, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber natürlich, klar, Besitzer einer Xbox wird diese Nachricht natürlich freuen, denn die Spiele, an denen die Daybreak Game Company, ich muss da immer wieder hinschauen, weil das muss ich mir erstmal merken. Es rollt auch von der Zunge wie so ein heißes Fleischbällchen irgendwie, ich weiß nicht. Die werden dann natürlich auch für die anderen Konsolen erscheinen können auch für Nintendo erscheinen. Theoretisch. EverQuest Next auf der Wii. You. Ja. Mal gucken. Es gibt noch keine konkreten Ankündigungen, aber Planet Side 2 ist ja für die PlayStation 4 gerade in die Beta gestartet oder in eine sehr kleine Beta zumindest. Insofern liegt da die Vermutung nahe, dass das für die Xbox One kommt und H1Z1 ist ja auch für die PlayStation angekündigt. Mal gucken. Aber Sony Online Entertainment ist nicht mehr Sony Online Entertainment. Ja. Aber immerhin, die Firma gibt es noch und das ist ja auch schön, weil wenn wir normalerweise solche News vorlesen, dann heißt das, die Firma ist pleite. Ja. Und das ist ja nicht der Fall hier. Weiter geht's mit Portal. Portal, das ist ja eigentlich ein Spiel, das durch die Bank bei Kritikern und Spielern Bestnoten eingefahren hat. Zu Recht, möchte man sagen. Portal und natürlich auch der grandiose Nachfolger Portal 2, immer noch eins der besten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ja, ich bin auch großer Portal-Freund. Ja. Hoffe, dass bei Valve an Portal 3 gearbeitet wird. Man weiß es ja nicht. Bis das erscheint, aber gibt es jetzt womöglich bald eine kleine Überbrückung. Einige Hobbyentwickler, Modder, haben nämlich jetzt bei Steam Greenlight eingestellt Portal Stories Mel. Ja. Hast du gesagt, deine Mutter gerade? Nein. Modder, hast du Modder gesagt? Modder. Okay. Meine Mutter hat da meines Wissens nach nicht mitgearbeitet. Okay. Alles klar. Dieser Modder hier, mach das mal weg. Nein. Okay. Jedenfalls ein Modding-Projekt, das dann kostenfrei erscheinen soll, wenn es fertig ist, im ersten Quartal voraussichtlich, ist eine komplett neue Kampagne tatsächlich. Ja. Also nicht von Valve selber, von den Entwicklern, aber sieht im Trailer auch recht vielversprechend aus. Die Umgebungen sind halt komplett neu, Texturen neu, die Waffe ist auch ganz neu, die Geschichte ist ganz interessant. Es geht um eine neue Hauptfigur, Mel heißt die junge Dame. Mel, genau. Die in der Anfangszeit von Aperture Science, also Portal 2 erzählt ja gerade so ein bisschen so die Herkunftsgeschichte, wie heißt er, Cave Johnson, glaube ich. Cave Johnson heißt der gute Mann, ja. Das aufgebaut hat und da reist man in dieser Modding-Kampagne oder in der Kampagne dieser Mod dann hin zurück, weil die junge Dame, die man da spielt, die Mel, die war mal in einer Testgruppe, als das ganze Gelände so ausprobiert wurde. Die Tests sind nicht ganz so gut gelaufen, sie ist irgendwie mehrere in Tiefschlaf gefallen. Oh, das ist immer schlecht. Ja, ist dann aufgewacht und ein Cave Johnson, der offensichtlich nicht der echte Cave Johnson ist, hat dann gesagt, jetzt mach das mal fertig hier und sieh mal zu, dass du eben kommst. Wie auch immer das Ganze ausgeht, es wird insgesamt 20 neue Puzzles geben. Es gibt eine neue Portal Gun, also vielleicht irgendwas, was neue Features. Ja, es soll die Prototyp Portal Gun sein. Ja. Insofern mal gucken, was sie sich da einfallen lassen. Neue Texturen, neue Umgebung, also alles, was das Herz braucht. Und das Schönste ist,
Es ist kostenfrei spielbar, wenn es erscheint. Man braucht natürlich das Hauptspiel, in dem Fall halt Portal 2. Ja, soll auch tatsächlich Story und Sprachausgabe haben. Muss man mal gucken, was die dann qualitativ auf dem Kasten haben. Aber wie gesagt, den Trailer finde ich extrem vielversprechend. Also wer drauf wartet, dass mal Neues für Portal kommt, vielleicht ist diese Mod, bringt dann ein paar Stunden neue Portal-Inhalte. Wir betätigen uns jetzt ein bisschen kriminalistisch. Denn bei Ubisoft, da passieren ja wieder Dinge. Ich meine, Ubisoft hat ja im letzten Jahr durchaus nicht den allerbesten Ruf gehabt, kein kann man sagen. Kein Fettnäpfchen ausgelassen. Kein Fettnäpfchen. Und es geht frisch weiter in diesem Jahr. Eigentlich ist es ja gut. Eigentlich ist es ja gut. Es gab ja vor ein paar Wochen, zwei Wochen oder so ist es, glaube ich, her, dass eine ganze Reihe von Far Cry 4 Keys bei Uplay deaktiviert wurden, weil die ja kriminell erkauft wurden. Ja. Was natürlich die Käufer aber nicht in jedem Fall wussten und dann entsprechend etwas entzürnt waren, dass Ubisoft da die Spiele abgedreht hat. Da gab es jetzt gegenüber Game Informer ein kleines Update seitens Ubisoft, nämlich alle Keys, die schon eingelöst waren und bei denen das Spiel dann auch schon mal gestartet war, also wo schon jemand angefangen hat mit diesem Key zu spielen, sollen wieder reaktiviert werden. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil da haben sich sicherlich ein paar Leute sehr, sehr geärgert auch drüber. Ja. Allerdings die anderen Keys, die da nicht reinfallen, ja, die bleiben halt deaktiviert. Das heißt, wer da immer noch deaktivierte Keys hat, der hat Pech gehabt. Aber immerhin eine nette Geste Nette Geste und da macht ja Ubisoft ein bisschen auch was gut mal wieder und das kann diese Firma ja gebrauchen, obwohl ich ja eigentlich großer Ubisoft-Fan bin. Also ich mag halt die Spiele, ich mag die Spielereien und so weiter. Und ich hoffe, dass man da wieder auf den richtigen Weg kommt. Ich glaube schon. Manchmal läuft es halt nicht. Ich glaube, letztes Jahr war auch, also letztes Jahr gilt ja so als das Jahr, in dem viele Spiele auch zu früh und unfertig und irgendwie mit unfassbar vielen Macken teilweise erschienen sind. Ich weiß nicht, ob das Problem nicht auch so ein bisschen ist, dass es das große, nicht mehr Next Gen, aber dann also die große neue, der Generationswechsel, das Jahr des Generationswechsels war, wo halt Entwickler sich dann rantasten müssen, Multiplattform auch für die neuen Konsolen entwickeln. Und Ubisoft hatte ja nun letztes Jahr gleich diverse große Spiele auch, die Multiplattform erschienen sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen dazu beiträgt. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Jetzt kennt man ja die neue Hardware schon und da sind dann vielleicht gewisse Dinge ein bisschen einfacher. Ja. Werden wir sehen. Battlefield auch Hardline, ja. Sehen werden wir. Battlefield Hardline. Ab heute. Ja. Battlefield Hardline startet heute in die Beta. Sie läuft schon. Natürlich werden wir auch da möglichst bald ein Video für euch aufnehmen. Wir haben mal ein bisschen was zu den Hardware-Anforderungen. Hier, jetzt muss ich schon wieder diese Zettel nehmen, aber ich kann mir das unmöglich auswendig merken. Ja, die blenden wir jetzt auch ein. Könnt ihr mitlesen. Die sind nämlich jetzt offiziell von DICE und EA veröffentlicht worden. Genau. Also was fällt hier groß auf? Grafikkarte sollte mindestens eine Radeon HD 5770 sein, besser noch eine GTX 260. Und was Festplattenspeicher, das wird halt auch immer größer, oder? 60 GB hier. Und Vor allem benötigt es ein halt 64-Bit Windows in beiden Fällen, also auch die minimalen Anforderungen sprechen davon. Und unter DirectX 11 läuft wohl auch nichts. Aber soll ja auch gut aussehen. Das soll gut aussehen. Hoffen wir. Ich kann es kaum erwarten, da gleich mal reinzuspielen. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Ja, spannender bei Battlefield Hardline als die Anforderungen sind natürlich vor allem jetzt, was hat sich eigentlich getan in der erweiterten Pause jetzt, in der Wartezeit. Ist es jetzt ein anderes Spiel oder ein runderes Spiel oder eins, was ein bisschen mehr hat als eine Mod zu Battlefield 4? Wir finden es raus. Wir finden es raus, werden es euch mitteilen. Und ansonsten wünschen wir euch einen fantastischen Tag, wenn ihr das Ganze hier in der App seht oder einen fantastischen Abend, wenn ihr das Ganze hier auf der Website seht. Und spielt noch was Schönes und wir sehen uns dann morgen wieder mit den aktuellen Entwicklungen aus der Spielebranche in GamesTV24 Daily. Bis dann. Tschüss.